Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen mal wieder zu einem weiteren Video. Ja, ich habe mal ein bisschen was am Mikro verändert, mal gucken, ob das jetzt so das gewünschte Ergebnis bringt, weil sonst war ja immer zum Beispiel, wenn man dann hier irgendwas gedrückt hat, hört man jetzt natürlich, jetzt wenn ich rede im Hintergrund, hört man, dass ich dann eine Taste drücke, aber das soll dann, wenn ich zum Beispiel nicht mehr rede und vielleicht gerade irgendwas eintippe oder ähnliches oder zum Beispiel gerade irgendwie am Zocken bin, ja, und dann irgendwie Livestream mache oder ähnliches, soll das ein bisschen unterdrückt werden. Ob das so das gewünschte Ergebnis bringt, beim letzten Mal hat es nicht so gut geklappt. Da hat er dann manche Töne dann bei mir rausgehackt und hat dann einfach gesagt, alles klar, ist zu laut. Ne, klingt wie ein Tastenklicken oder sowas und hat das dann einfach rausgefiltert. So, ich hoffe, dass das jetzt soweit klappt. Wenn es nicht klappt, ne, Schande über mich, beim nächsten Mal wird es dann anders. Weil dieses Video werde ich nur einmal machen. So, ja, wie viele gesehen haben, ich hatte mal wieder ein News-Video online gestellt. Gut, ich hatte auch gesagt, News-Videos werde ich immer wieder rausbringen. Aber resultierend aus diesem News-Video werden natürlich noch weitere Videos kommen, weil ich ja jetzt dann auch zwei Emulatoren nochmal zu testen habe und habe zusätzlich ja auch dann bei dem Switch-Firmware, dass ich da nochmal ein Update in die Cloud reingeschoben habe, wo ihr euch ja dran bedienen könnt, mehr oder weniger. Und da habe ich so gedacht, ja, eigentlich bist du jetzt schon wieder mittendrin statt nur dabei. So, dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mir Gedanken gemacht, ja, willst du das jetzt schon wieder von vorne anfangen? Willst du nochmal in diese YouTube-Geschichte einsteigen? Und habe mir dann innerlich selber gesagt, ja, weil es Spaß gemacht hat und ich eigentlich immer noch Spaß daran habe, mit euch, sage ich jetzt mal, Sachen herauszufinden, Sachen zu machen, euch was zu zeigen. Und vor allen Dingen ist das Feedback, was auch in den Kommentaren immer wieder kommt, trotz dass ich jetzt lange Zeit nicht da war, war das Feedback immer in den meisten, also was jetzt in den meisten Fällen, eigentlich war es immer positiv. Es gab halt ein paar, die haben Hilfe gebraucht und ich habe auch gesagt, da bin ich da, auf jeden Fall, ich bin ja nicht weg und so war es dann auch. Und ja, das ist halt, ne, wie sagt man so schön, wie als ob man Tinte auf den Füller kriegt. Man hat dann einfach Lust auf mehr. Das ist einfach so. Ja, und habe mir dann gesagt, okay, ich mach mal wieder ein bisschen Videos. So, das soll jetzt natürlich so ein bisschen eine strukturierte Richtung gehen. Also ich habe mir erstmal überlegt, Punkt A, ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Ich werde hier keine Versprechen mehr machen mit 2 Videos pro Woche, 1 Video pro Woche oder mindestens das oder bis dann und dann bin ich fertig. Nein, ich mache das nach dem Tempo, wie ich denke, dass ich das hinkriege. Wenn dann mal eine Woche kein Video kommt, kommt dann mal eine Woche kein Video. Ja, das ist dann, ja, das mag euch enttäuschen, das verstehe ich auch, das ist auch in Ordnung, darf euch auch enttäuschen, weil normalerweise ist so ein YouTuber, der das wirklich mit viel Herzblut macht, der achtet auf seine Community, dass er ihnen regelmäßig Content liefert. So, nun bin ich so, nicht, dass mir die Community egal ist. Nein, die Community ist mir schon wichtig. Aber im Grunde genommen geht es euch ja auch darum, dass ich weiterhin für euch irgendwelchen Content liefere, was ihr vielleicht noch nicht wusstet, wo ihr Hilfe braucht und so weiter und so fort. Und da reden wir gar nicht hier groß von den heißen Brei. Es ist einfach faktisch, es bringt euch nichts, wenn ich mich wieder bis zum Erbrechen dran mache, irgendwas für euch online zu bringen und habt dann irgendwann wieder keine Lust. So, um das einfach mal so zu sagen. Entsprechend habe ich gesagt, ich mache jetzt mein eigenes Tempo. So wie ich mir eben denke, dass ich Videos rausbringen will, so bringe ich Videos raus. Wird auch so sein, dass vieles, was ich vielleicht dann nicht unbedingt noch schreiben möchte oder sowas, dass das vielleicht in einem kleinen Video kommt. Wenn ich zum Beispiel zu irgendeiner Sache eine Meinung habe, vielleicht bringe ich dazu dann auch mal ein Short-Video. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, mit diesen Short-Videos bin ich immer noch nicht konform. Also man hat es ja auch gesehen, ich habe bei TikTok im Grunde genommen 2 Videos erstellt, wenn man so will. Und es ist einfach nichts für mich. Und genauso ist das mit den YouTube-Shorts. Es ist eigentlich nicht so mein Ding. Werde aber, wenn ich irgendetwas mal zu sagen habe, wo ich dann sage von wegen, Leute, ne, jetzt mal Faust auf den Tisch, so geht's nicht, dann bringe ich dazu ein Short-Video. Das wird auf jeden Fall so sein. Ich werde gucken, dass ich Videos, wo ich etwas zeige, wo ich etwas vorstelle oder ähnliches, dass ich versuche, die ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Seht's mir bitte nach, es kann immer noch sein, dass, wenn ich euch ein Video bringen will, wo ich euch etwas zeige und vielleicht selber irgendwo an irgendeiner Stelle einen Fehler mache
und mal meinetwegen schon eine Stunde Videomaterial aufgenommen habe und dann feststelle, das klingt hier so, als hätte ich irgendwie so einen Fliegenschwarm gerade hier drin. Während ich aufnehme, So, also, wie gesagt, das kann sein, dass während ich dann gerade schon eine Stunde Videomaterial aufgenommen habe und stelle dann nach einer Stunde fest, scheiße, das, was du am Anfang gemacht hast, hättest du gar nicht so machen müssen, dann hätte es auch direkt funktioniert. Kann sein, dass ich dann nicht unbedingt sage, alles gleich, fange das Video von vorne an, sondern dass ich dann so ein Video trotzdem rausbringe, damit ihr eben auch seht, der macht auch Fehler. Hat natürlich den Nachteil, dass ihr vielleicht denselben Fehler machen könntet. Ich werde aber vielleicht auch reinschreiben oder irgendwie werde ich euch das schon klar machen, dass ich dann sage, guckt erst da und dann macht ihr weiter. Oder ich sage zum Beispiel, was weiß ich, wenn das nur so ein kleiner Fehler ist, wo ich dann vielleicht absolut nicht drauf komme, da schreibe ich dann so einen kleinen Text rein, überlegt mal selber ab dieser Stelle, ob das so richtig ist oder was ich hier falsch mache. Hat ja auch so einen kleinen Lerneffekt. Ne, wenn man jemanden zuguckt und denkt sich, hä, was macht der da? Ist der doof? Kann ja sein. So, und entsprechend, ich finde das eigentlich immer noch besser. Es hat so einen gewissen Lerneffekt. Ich bin ja immer so gerne, sage ich jetzt mal, so eine Art, nicht Lehrer, aber ne, ich stelle das sehr gerne so hin, ja, denk doch mal selber drüber nach. Ist einfach so. Es ist einfach so. So, und ja, trotzdem werde ich versuchen, die Videos so weit zusammenzuschneiden, dass ich sie auf den Punkt bringe. Werde vielleicht gucken, dass ich zwischendurch irgendwie auch nochmal mit Skript arbeite, dass ich dann wirklich sage, von wegen, alles klar, was weiß ich, ich nehme ein Video auf, zeige etwas und werde hinterher anhand von einem Skript sozusagen die Punkte abarbeiten. Kann auch sein. Weiß ich noch nicht, wie sich das Ganze gestalten wird. Da muss ich mir noch Gedanken zu machen, weil es muss ja auch immer wieder so ein Skript geschrieben werden. Und es muss ja dann entsprechend auch so zusammengeschnitten werden, dass es passt. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Haufen Arbeit. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte mich nicht kaputt machen. Ich mache das so in meinem Tempo, wie ich mir denke. So, andere Sache. Es sind jetzt nicht so viele auf das letzte Video eingegangen. Ist ja aber auch erst ein paar Tage her. Also, ne, alles gut. Entspannt euch, alles cool. Ich werde auch wieder so ein bisschen Let's Plays machen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich zum Beispiel einerseits, wenn ich mal Livestream mache, dass ich dann sage, ich mache den Livestream nur bei Twitch, zeichne das aber nebenbei auf und mache, sage ich jetzt mal so, die Best Situations in YouTube. Weiß ich noch nicht, weil, hat folgenden Grund, da habe ich mich auch mit jemanden drüber unterhalten. Vielen Dank für die Meinung übrigens dafür. Es ist eigentlich besser, wenn sowas wie Let's Plays oder Dinge, wo ich Spiele vorstelle, dass ich eigentlich ab irgendeinem Punkt anfange und immer weiter sozusagen eine Playlist durchlaufe. Es ist einfach schon besser. Muss man tatsächlich zugeben, muss man tatsächlich sagen. Das werden unter anderem vielleicht ein paar Retro-Spiele werden, das werden aber auch neuere Spiele werden. Also was heißt neuere? So wie ich sie halt habe und so wie ich eben sage, damit möchte ich ganz gerne mal spielen. Sowas wie City Skylines 2 oder City Skylines 1 nicht, weil Punkt A, es gibt zu viele. Punkt B, es gibt leider bei dem Let's Plays immer kein richtiges Konzept. Es ist so, du baust eine Stadt. So, und das Einzige, was du dann machen könntest, ist so ein bisschen, ja, Witz, Spaß, Fun-Faktor und so weiter reinzubringen. So, das ist bei mir ein bisschen schwierig, weil wenn ich mich bei so ein Städtebauspiel reinfühle, dann konzentriere ich mich immer voll irgendwie in das Spiel und gucke dann wirklich alles klar, was will ich jetzt machen. Und wenn ich mir aber nebenbei überlegen muss, ich muss aber das Publikum unterhalten, ist schwierig. Sowas stelle ich mir dann eher mal für einen Livestream vor, wo ich dann sage von wegen, alles klar, ich bin im Livestream und baue hier eine Stadt zusammen oder sonst was und gehe auf Kommentare ein oder wird man sehen. Aber ich finde einfach, ist es für ein normales YouTube-Let's Play zu viel. Nee, schwach. Ach, keine Ahnung. Unpassend. Fertig. So, was soll es denn überhaupt geben? Also unter anderem Retro-Spiele. Ich werde wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit über Retro-Bad zeigen. Jetzt kombiniere ich langsam das Deutsche und Englische, wie ich merke.
wie im letzten Video. Ich werde es wahrscheinlich auf Retrobed zeigen und es könnte aber auch sein, dass ich vielleicht mal bei Batocera was zeige. Je nachdem, wo ich dann denke, von wegen, womit man irgendwie vielleicht ein bisschen was zeigen kann oder vielleicht möchte man ja auch nebenbei nochmal so einen kleinen Vergleich haben. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt einerseits bei Batocera und das andere bei Retrobed eben dann spiele? Wird sich zeigen, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Würde auf jeden Fall ein paar Retro-Spiele dann geben, wo ich dann nochmal Let's Play vielleicht zu machen werde. Ja, also welches Spiel ich jetzt zuerst nehme, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ich habe mir da jetzt noch nichts Konkretes überlegt. Ich bin noch mal überlegen, ob man ein bisschen Sons of the Forest macht, weil Punkt A, ich finde es allgemein lustig. Punkt B, gerade so diese Situation mit diesen das ist so ein richtiger Alpha-Kelvin. Über den kann man sich eigentlich stundenlang aufregen. Ne? Und ne, es kommt ja doch immer wieder irgendwie was Witziges bei rum. So, und da bin ich halt tatsächlich mal überlegen, ob man da vielleicht mal ein Let's Play machen könnte. Gibt es zwar auch schon so 2, 3, die eben darüber Let's Plays bringen, aber wo ich dann einfach sage, man kann es ja trotzdem machen. Ob man das dann irgendwie als kleinen Zusammenschnitt oder ob man es dann live macht oder ob man es wirklich als Let's Play-Reihe von Anfang bis Ende macht, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Überlege ich mir auch noch. Also ihr seht, ich bin schwerst im Überlegen. Ich bin schwerst beschäftigt mit Überlegen. Ich liege den ganzen Tag eigentlich nur auf meiner Couch und sage, ja, was mache ich jetzt? Nein, natürlich nicht. Es ist so, dass ich eben bei vielen Sachen noch am Grübeln bin, was ist jetzt das Beste? Was wäre jetzt der beste Weg, weiterzugehen? Was wäre jetzt der beste Weg, wie man sagt, von wegen, wie hole ich die Leute in mein Konzept von Let's Plays rein? Es ist natürlich schwierig, weil viele Leute sagen, ich mag Let's Plays, die wirklich dann durchgehend sind. Andere Leute sagen, von wegen, ich möchte das knackig auf den Punkt gebracht und mehr will ich gar nicht. Andere wiederum haben dann einen völlig anderen Stil. Die gucken sich vielleicht Let's Plays bei TikTok als Short an. Ich weiß es nicht. Wir sind alle irgendwo verschieden. Ich komme halt aus einer mittleren Generation, sage ich jetzt mal, die ein Stück weit noch mit TikTok und den YouTube-Shorts und wie sie nicht alle heißen, dann so ein bisschen mit reingewachsen ist. Also reingewachsen will ich jetzt mal nicht sagen, da war ich ja schon erwachsen. Aber ich habe es eben noch in jüngeren Jahren kennengelernt, hatte aber nie so diesen Berührungspunkt dafür. So, und heutzutage ist ja alles, es muss schnell, schnell, schnell. Ich muss schnell das Video gucken, alles klar, gefällt mir nicht, zack, wegwischen, alles klar, gefällt mir nicht, wegwischen, wegwischen. So, und das ist mir zu hektisch. Das ist mir einfach viel zu hektisch. Ich bin da viel ruhiger, in vielerlei Hinsicht vielleicht nicht, aber in dieser Hinsicht bin ich ruhiger. Wenn ich YouTube-Video gucke, also es gibt ganz viele, wo ich gucke, ne? Also ohne groß Promotion zu machen. Ich gucke zum Beispiel auch die Callcenter-Fun-Videos, ich gucke The Morpheus, ich gucke alle möglichen Sachen, die wirklich viel und lange mit irgendwas Komplizierten oder mit irgendwas Witzigen hängen. So, und da spule ich nicht mal durch. Nein, das läuft von Anfang bis Ende komplett durch. So, und das ist nicht, weil ich anderen YouTubern irgendwie dabei helfen will, weil je länger ich das Video gucke, desto mehr kriegen die ja oder desto höher wird das Video geratet. Und nein, das ist einfach, weil ich für mich einfach finde, ich sepp ja auch nicht eine Serie einfach mal durch und sage, oh, gefällt mir nicht. Nee, ich gucke von Anfang bis Ende. Punkt. Wo wären wir denn, wenn wir jetzt Serien in Shorts machen? So 10 Sekunden Serie, alles klar. Der ist gestorben. Bups, bums aus. Ja, klasse. Super Serie. Ja, The Walking Dead, 11 Staffeln, innerhalb von 10 Minuten erklärt. Geil. Nein, natürlich nicht, sondern ist es tatsächlich so, ich möchte, wenn ich irgendetwas gucke, wirklich von Anfang bis Ende alles durchgehend irgendwie gucken. So, und ich muss natürlich jetzt das Publikum, was ich habe, wo ich jetzt nicht weiß, wer guckt jetzt genau was oder wem gefällt hier was am besten oder sonst irgendwas, versuche ich jetzt irgendwie die Leute irgendwo zu catchen. So, und das wird natürlich auf verschiedenen Arten und Weisen sein. Der Livestream hat jetzt semi-gut geklappt. Das kam immer darauf an, was ich dann gerade gespielt habe. Und das hat dann mal mehr Leute interessiert, mal weniger. Aufgefallen ist, wenn ich mit dem Dominik gezockt habe, dann waren es meistens mehr. Klar, ihr habt ein bisschen mehr Unterhaltungseffekt, weil es ist ja noch jemand da. Entweder rede ich oder er oder beide. So,
klar, das hat ein bisschen mehr Unterhaltungseffekt, muss ich zugeben, stimmt auch. Versuche ich auch wieder irgendwie aufzugreifen. Momentan hat er nur wenig Zeit, ich hatte auch wenig Zeit. Entsprechend haben wir gesagt, wir machen uns da nicht kaputt. Und das einzige Mal, wo wir jetzt gezockt haben, das war jetzt am Montag. Montag. Ich musste auch erstmal überlegen. Nee, war tatsächlich Montag. Und da habe ich dann gesagt, nee, ich möchte eigentlich jetzt gerade mit ihm einfach mal in Ruhe für uns eine Runde zocken. So, hätten wir natürlich streamen können, wären wir ja auch theoretisch unter uns gewesen. Ist aber nicht so. So, und dieses, ne, manchmal braucht man das, dieses Feeling, dass man einfach jetzt mal allein ist. So, ja. Nee, damit wollte ich halt auch versuchen, die Leute zu kriegen mit den Livestreams. Wie gesagt, ich bin ja nicht so bekannt, vor allen Dingen nicht für meinen Twitch und alles Mögliche drumherum, sondern ich bin ja eher auf YouTube, sage ich jetzt mal, der große Stern, nein, ein bisschen bekannter. So, und ja, ich werde es trotzdem weiter versuchen. Und wenn ich irgendwann einfach nur Twitch dafür nutze, Just Chatting zu betreiben, mir doch egal. Ihr müsst ja nicht einschalten, mir ist es doch wurscht. Am Ende des Tages ist es mir doch egal. Aber ich versuche irgendwie eine Mischung aus für heutige Standards, sprich Livestreaming ist ja viel heutiger Standard, und eben von damals, Let's Plays, Retro und so weiter. Und ich versuche trotzdem irgendwie auf die heutige, ja, Generation so ein bisschen einzugehen. Wir nennen sie jetzt mal Generation, dass ich dann wirklich sage, ich versuche Videos mal auf den Punkt zu bringen. Ich merke ja, wie jetzt auch zum Beispiel, werde ich auch viel schneiden müssen. Ich hoffe es zumindest, dass ich dann ein bisschen was rausschneiden kann. Das geht nämlich für ein News-Video schon wieder viel zu lang eigentlich. Und ja, nee, ich werde da versuchen, dann so ein bisschen wieder auf den Punkt zu kommen. Ich merke ja selber, ich schweife meistens aus, ich erzähle dann irgendeinen Mist und möchte ich ja auch alles nicht, aber andererseits ist ja auch so, dadurch lernt ihr ja so ein bisschen was von mir kennen und ihr könnt dann selber sagen, der ist sympathisch oder was ein Arsch. Komme ich auch mit klar. So, dementsprechend lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Es sind fast 20 Minuten rum. Noch eine kleine Abschlusserwähnung. Dieses Video, wo ich einen Remix gemacht habe, das soll jetzt nicht irgendwie mich präsentieren. Ich habe dem Ganzen nur einen Stempel von mir aufgedrückt. Es ist ja kein Lied von mir. Ich habe es ja nicht entworfen. Ich habe es vielleicht ein bisschen ausgebessert. Zumindest für meine Bedürfnisse ausgebessert. So, dass da jetzt natürlich steht hier Remix, nee, Only Beat Remix bei Volldampf Player oder Volldampf Player Only Beat Remix. Das ist einfach nur zur Deklarierung, dass das von mir ist, dass ich das gemacht habe. Klar, ihr könnt das runterladen und könnt dann sagen von wegen, ja, meins. Könnt ihr natürlich machen, wäre schade, aber kann ich nicht verhindern. Ist einfach so. Ja, ob es davon früher oder später vielleicht weiteres gibt, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt erstmal wieder, hatte ich früher schon mal ein Musikprogramm besorgt. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich vielleicht elektronische Musik produziere. Also nicht Elektro, wie ich das jetzt als Remix zusammengeschnitten habe, sondern ein bisschen in die schnellere Variante. Ich bin da am Überlegen. Ich bin da noch am Üben, vor allen Dingen üben. Das ist ganz klar. Ich weiß es noch nicht. Wird sich tatsächlich zeigen. Ich möchte eigentlich nicht groß in die Musikproduktion gehen, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich habe keinen Rhythmus. Also es ist tatsächlich manchmal so, dass ich nicht unbedingt der rhythmische Typ bin. Das ist, ja. Aber ich werde trotzdem mal gucken, ob ich da so ein bisschen was Schönes hingezaubert kriege. Das wird dann aber auch nicht da ausarten, irgendwie pro Woche ein Lied oder jeden Monat ein Lied. Nee, das wird wahrscheinlich vielleicht in den nächsten 10 Jahren ein Lied oder so. Ich weiß es noch nicht. Das kommt drauf an, wie gut ich damit klarkomme, wie gut ich kreativ arbeiten kann. Und werde entsprechend vielleicht mal was präsentieren. Aber da muss ich noch gucken. Das weiß ich noch nicht, weil ich möchte auch nicht zu viel von dem, was ich gemacht habe, kostenlos ins Internet stellen. Umsonst ist es ja nicht, aber kostenlos. Und das ist so eine Sache, wo ich dann sage, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Ja, wir werden sehen. So, das soll es jetzt erstmal sein. Also, auf gut Deutsch gesagt, ich bin wieder da. Ne? Back in business oder so. Aber halt nicht so wie vorher, sondern einfach ein bisschen
humaner, entspannter, ruhiger und wie gesagt nach meinem Tempo. So. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr trotzdem da geblieben seid, dass ihr trotzdem meine Abonnenten geblieben seid, dass ihr nicht aufgegeben habt, dass ihr weiterhin Kommentare geschrieben habt, dass ihr weiterhin bei Discord hinzugekommen seid, Fragen gestellt habt. Echt, ihr seid eine super Community. Klopft euch mal selber auf die Schulter, ne, und sagt euch von wegen, ihr seid super. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wird wahrscheinlich dann von einem der beiden Emulatoren sein, so wie ich es eigentlich auch angekündigt hatte. Es kam jetzt nur spontan, wo ich sage, ja, ich sollte vielleicht nochmal erwähnen, dass ich auch teilweise wieder da bin und entsprechend kam das jetzt halt dazwischen. Aber das, wenn ich es hinkriege, dann kommt das diese Woche, vielleicht am Donnerstag. Ich weiß es noch nicht genau, wir werden es sehen. Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.